Für dieses Training brauchen Sie einen Tisch, einen stabilen Stuhl, zwei Handtücher und zwei Wasserflaschen gefüllt mit einem halben bis maximal 1,5 Liter Wasser. Sie sehen unten rechts einen Timer, der jeweils von 30 Sekunden rückwärts auf 0 läuft. Das ist auch die Dauer der jeweiligen Übung, die Sie durchführen sollen. Die erste Übung ist Gehen an Ort. Je nachdem, wie stark Sie die Beine heben, ist die Übung anstrengender oder weniger anstrengend. Wenn Sie die Arme einsetzen, werden Sie Ihre Muskeln ebenfalls mehr benutzen. Sie haben bereits den Startton gehört. Ich hoffe, Sie haben schon losgelegt. Noch 20 Sekunden, bis die erste Übung geschafft ist. Halbzeit. Achten Sie auf eine gute Muskelspannung, auch im Rumpf, dass Sie schön aufrecht stehen. Noch 5 Sekunden. Und Pause. Während der Pause zeigen wir Ihnen die nächste Übung. Sie benötigen dafür die beiden Wasserflaschen. Stellen Sie sich aufrecht hin, spannen Sie die Rumpfmuskulatur an und heben Sie die beiden Flaschen über Kopf, soweit es ohne Beschwerden in den Schultergelenken geht. Sie dürfen die Flaschen auch weniger hochheben, wenn sie Ihnen Beschwerden bereitet. Wichtig dabei, dass Sie aufrecht stehen. Machen Sie sich bereit. Los geht's! Achten Sie hier sehr stark darauf, nicht die Schultern zu heben, sondern die Arme. Das heißt, die Schultern schön unten lassen, den Nacken entspannt lassen und wirklich aus den Schultergelenken arbeiten. Die halbe Zeit ist bereits geschafft. Bleiben Sie dran. Noch 5 Sekunden. Jawohl, geschafft. Die nächste Übung wird Ihre Wadenmuskulatur beanspruchen. Sie stehen circa schulterbreit, auch hier wieder eine gute Rumpfspannung aufbauen und auf die Zehenspitzen steigen. Wenn Sie etwas länger oben bleiben, haben Sie mehr Muskelspannung und werden entsprechend ein bisschen mehr ermüden. So können Sie die Intensität selber erhöhen. Wenn es nötig ist, dürfen Sie sich auf dem Tisch abstützen. Es ist bereits losgegangen. Ich hoffe, Sie waren bereit. Sie machen das sehr gut. Dranbleiben. Stellen Sie sich vor, der Boden unter Ihren Fersen sei ein bisschen heiß und Sie möchten nicht zu lange darauf stehen bleiben. Noch 10 Sekunden. Fast geschafft. Sehr gut. Für die nächste Übung benötigen Sie die beiden Handtücher. Achten Sie darauf, dass eine Hand stabil an der Tischkante ist, damit Sie nicht wegrutschen können. Neigen Sie sich mit geradem Rücken nach vorne und schieben Sie mit der anderen Hand das Tuch so weit nach vorne, wie Sie es ohne Beschwerden tun können. Je nachdem, wie weit Sie gehen, ist die Übung anstrengender oder leichter. Bereit? Los geht's! Sie werden merken, dass diese Übung neben Ihren Schultermuskeln auch Ihren Rücken und Ihr Gesäß beansprucht. Atmen Sie entspannt weiter. Sie müssen nicht mehr lange durchhalten. Noch knapp 5 Sekunden. Geschafft! Wir nähern uns der Halbzeit. Nun kommt die wohl anstrengendste Übung. Sie brauchen den Stuhl. Dieser sollte, wie gesagt, stabil sein und nicht wegrutschen können. Setzen Sie sich auf den Stuhl, stützen Sie die Hände in die Hüften und stehen Sie bis zur vollständigen Streckung auf und setzen sich wieder hin. Wenn Sie es benötigen, dürfen Sie mit den Händen auf den Knien mithelfen. Es geht gleich los. Achtung! Jawohl! Wenn Sie nicht ganz runter sitzen können, dürfen Sie auch so leichte Kniebeugen, wie Sie jetzt ganz am Anfang der Übung gesehen haben, machen. Entscheidend ist, wie gesagt, dass Sie immer die ganzen 30 Sekunden in Bewegung bleiben. Das kann jetzt allenfalls in den Oberschenkeln brennen. Bleiben Sie dran.
Noch 5 Sekunden. Geschafft. Sie benötigen nun für die nächste Übung nochmals die Wasserflaschen und müssen sich in der bereits bekannten Position vom Tuchwischen auf dem Tisch leicht vorgeneigt mit geradem Rücken aufstellen. Dann heben Sie die Arme circa bis maximal parallel zum Boden an. Wenn es zu wenig streng ist, dürfen Sie sich etwas mehr nach vorne neigen. Achtung! Es geht los! Wenn es zu streng ist, wie Sie vorhin auf dem Bild gesehen haben, dürfen Sie natürlich auch etwas aufrechter stehen. Die Hälfte der Zeit ist geschafft. Ganz wichtig, achten Sie auf eine gute Rumpfspannung. Ihr Rücken muss die ganze Zeit über gerade bleiben. Es ist eine Stabilisationsübung für den Rumpf und Sie haben es geschafft. Sie dürfen die Flaschen wieder hinstellen und sich seitlich neben den Tisch stellen. Wenn Sie es benötigen, dürfen Sie mit den Fingerspitzen fürs Gleichgewicht beim Tisch sich leicht abstützen. Und dann heben wir ein Bein seitlich ab. Stellen Sie den Fuß nicht ganz zurück an den Boden, der Fuß bleibt immer ein bisschen in der Luft. Bereit? Los geht's! Je nachdem, wie weit Sie das Bein seitlich anheben, ist die Übung etwas anstrengender oder weniger anstrengend. Wenn es zu anstrengend ist, das Bein die ganze Zeit in der Luft zu haben, dürfen Sie natürlich nach jeder Wiederholung den Fuß kurz abstellen. Auch hier ist es wichtig, den Rücken und die Bauchmuskulatur gut anzuspannen, dass Sie aufrecht stehen. Sie haben es geschafft. Natürlich wissen Sie, was jetzt kommt. Wir müssen die andere Seite ebenfalls trainieren. Stellen Sie sich deshalb mit der anderen Seite an den Tisch, damit Sie sich bei Bedarf abstützen können. Und dann ist die Aufgabe genau dieselbe, das Bein seitlich zu heben. Achten Sie bei dieser Übung darauf, dass Sie den Fuß nicht zu weit nach außen drehen, sonst beanspruchen Sie die falsche Muskulatur. Bereit? Los geht's! Die gute Nachricht, wir nähern uns dem Ende der 10 Übungen. Noch diese Übung und dann 2 weitere, dann haben Sie es geschafft. Noch 10 Sekunden. Und Pause. Für die nächste Übung benötigen Sie noch ein letztes Mal die beiden Wasserflaschen und werden sich wieder in die uns bekannte, leicht vorgeneigte Position begeben. Das heißt, Gesäß leicht nach hinten strecken, Rücken gerade und dann rudern Sie mit den Flaschen Richtung Bauch. Ganz wichtig, nicht zu hoch mit den Händen, nicht Richtung Brust, sondern wirklich Richtung Bauch. Noch 3 Sekunden. Los geht's! Je stärker Sie sich nach vorne neigen, desto anstrengender die Übung. Ebenfalls können Sie durch eine größere Anspannung am Schluss der Bewegung hier kurz oben bleiben. Da wird die Übung auch anstrengender. Wenn Sie die Übung langsamer ausführen oder aufrechter, können Sie die Intensität etwas nach unten korrigieren. Aber es geht nur noch 5 Sekunden. Dranbleiben. Hervorragend. Geschafft. Die allerletzte Übung. Diese werden wir durch 2 teilen. Das heißt, wir machen 15 Sekunden lang mit einer Seite ein Kniebeugen an Ort. Sie können sich bei Bedarf abstützen. Schauen Sie, dass der Stuhl weit genug weg ist. Und dann heben Sie den Fuß an. Benutzen Sie dazu die hintere Oberschenkelmuskulatur. Noch 3 Sekunden. Los geht's. 15 Sekunden lang mit einer Seite. Sie hören in 5 Sekunden den Ton für den Seitenwechsel. Bereit machen und Seite wechseln. Sehr gut.
Das ist die letzte Übung, die letzten 5 Sekunden. Ziehen Sie es durch. Und geschafft. Gratulation. Sie haben das 10-minütige Intervalltraining geschafft. Wenn Sie merken, dass Sie noch nicht ermüdet sind und nochmal etwas tun möchten, machen Sie doch 1 bis 2 Minuten Pause und dann können Sie das ganze Training 1 bis 2 Mal wiederholen. Machen Sie dieses Training 2 bis 3 Mal pro Woche. Wir danken Ihnen, dass Sie mitgemacht haben und gratulieren. Auf Wiedersehen.